Hallöchen, willkommen zurück zu Pangea. Wir spielen mit dem vorletzten Charakter, mit Nell, in der Ice Cannon. Auf geht's. Ach, ich freue mich schon wieder ein bisschen, das Eisen anzulegen. Okay. Na gut, die darf das. Die weiß das ja noch nicht besser. Okay, wir haben Wassermelonen. Golfbälle. Elementschläger. Und dann gucken wir mal, wohin uns die Chose trägt. Ich würde fast sagen, wir versuchen. Oh, warte. Hier gibt es eine Rutschbahn für uns. Okay. Ich glaube, da versuchen wir mal reinzutreffen. Hoffentlich springen wir uns nicht raus. Ach ja. Wir haben neues Spielzeug. Und zwar haben wir, oder habe ich rausgefunden, beziehungsweise gesagt bekommen, du benutzt deine Calippers gar nicht. Ich so, was sind denn Calippers? Ja. Die 276 ist markiert. Wenn wir jetzt irgendwo die Leertaste drücken, wenn das losgeht. Zack. Springt exakt dahin. Problem ist, dass man auf der anderen Seite noch ein bisschen genauer agieren sollte. Wir sind genau da, wo wir hinwollen. Erst rein, dann roll mal schön, Bällchen. Dann gucken wir mal. Ich sag oft, dann gucken wir mal, ne? Aber dann gucken wir halt einfach mal, wo wir landen. Ja. Hätte man jetzt vielleicht sogar noch mit einem extremen Power-Spin versehen können. Nach vorne natürlich. Okay, der Wind treibt uns nach rechts, der Aufprall geht nach links. Und wir können auch hier sagen, wir möchten so und so viel Yards haben. Lass mal gucken, was passiert. Wenn wir wirklich mal hier die 69,5 haben. Ach, ist eingestellt? Na gut. Okay, Moment. Will ich das noch irgendwie spinnen? Eigentlich nicht. Nö, passt schon. Und das Interessante ist, das geht auch beim Putten. Ja, ein bisschen kürzer. Bisschen kürzer. Aber gut. Der Birdie ist möglich. Sollen wir einfach hier gleich so machen, ja. Wir brauchen so 7 irgendwas. Tatsache, das springt einfach genau dahin, wo du es haben willst. Ohohoho. Wow. Das Problem ist, er ist jetzt immer noch so eingestellt. Moment, von der Leiste runter. Ja, da hättest du sonst die Kacke am Dampfen, wenn du das wirklich dann so drin lässt. Und versehentlich dann mit 7 Yards drauf hast. Hätte deutlich besser laufen können. Nur ein paar. Goddammit. Ah ja, das Outfit ist eins, was man nicht im Shop kaufen kann, sondern was im Memorial Shop zu holen ist. Oh, ein tiefgefrorenes Kriegsschiff. Wie cool. Alright. Wind geht 6 Meter nach rechts. Versuchen wir das mal so. Wir werden so ziemlich... Mal so. Na, ein bisschen nach rechts verzogen noch. Ja, wenn mir der nicht rechts runterrollt. Oh. Ah, deutlich zu weit gerollt. Obwohl ich gar nicht so viel Power angegeben habe.
Das ist schon nicht schlecht hier. Wie viel brauchen wir denn? Ja, ungefähr 20, weil es bergauf geht. Es geht aber auch ordentlich nach rechts runter. Machen wir hier mal 20. Nice! Ja, mein! Uff! Okay, die Katze mag das wohl nicht, wenn man sie so hoch in die Luft wirft. Kann man hier irgendwie heftigen Tobak bauen? Du könntest hier vielleicht aufs Schiff. Ob es das wert ist, ist die andere Frage. Hier müsstest du ein bisschen weiter in die Richtung. Ganz einfach, damit du nicht zu nah am Schiffsbug bist, sondern gut nach oben kommst. Okay, das heißt, wir spielen jetzt wirklich mal so weit nach rechts, wie es geht. Ich hoffe, wir hauen nicht in den Bunker. Da hätte ich jetzt auch die Calipers nehmen können. Hübsches Panier-Symbol. Ändert sich auch mit jedem Schlägerset, was man nimmt. Finde ich hübsch gemacht. Oh, und unser Schläger leuchtet ja in allen möglichen Farben. Ich dachte, er hätte nur eine Farbe. Okay, das Dreier-Holz ist ein bisschen flach. Das Zweier-Eisen dürfte da drüber kommen. Sagen wir das? Es ist 6 Meter drunter, warte mal. Wir lassen das mal so weit in der Luft, wie es geht. Vielleicht trägt uns die 7 Meter, vielleicht tragen die uns bis zum Ziel. Hm? 480 will ich doch haben. Nice! Wir sind übers Schiff? Ja, scheinbar. Ja? Geht! Okay, ein klein bisschen nach links. Die 4 machen wir einfach mal so, da musst du nicht mit der Maus drüber. Irgendwie schon lustig. Bin gespannt, was wir beim Igel kriegen. Und ein paar 5 ist immer eine gute Möglichkeit dafür. Oder müsstest du hier durch? Am besten so, dass du auf das Eis drauf kommst. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Okay, wir versuchen mal möglichst weit nach vorne zu kommen. Wir nehmen den normalen Powerschlag ohne irgendwelche Spielereien. Oh oh. Bisschen nach links gezogen. Sag mal, dass ich das Eis treffe und nach vorne bounce. Ja. Ja. Das ist nicht verkehrt. So, jetzt haben wir 9 Meter Wind. Ich glaube, wir geben dem fast Vollstoff. Ja, wobei, wir geben ihm mal Vollstoff, aber dann nehmen wir einen Backspin mit. Komm. Sei genug Wind. Trag es hinter das Loch. Ja, ist okay. Igel ist allemal drin. Alter, was ist denn auf dem Schläger drauf? Jeez. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Holy moly. Marginal nach links. Wir visieren das Rand vom Loch an. Das Rand. Den Rand natürlich. Und zwar mit 9,5.
Die Melone wunderbar eingelocht. Nice. Ach, sie wird nicht hochgeworfen dieses Mal? Na, ich hätte gemeint, vielleicht noch höher. Und nicht auffangen. Oh, das sind Pinguine. Oh, 8 Meter nach... Warte mal. Das könnte man eigentlich für, zum Vorteil nutzen. Vielleicht springen wir da... Oh. Na, wenn ich da mal nicht den... Na, ich glaube, du ballerst da dagegen. Okay, dann drehen wir das andersrum. Dann drehen wir das ein bisschen am Flugzeug vorbei. Sah auch knapp aus. Ist das ein Fairway? Das ist ein Rough, auch noch mit einer Schräge, glaube ich. Ah, aber nicht so tragisch. Der Wind trägt uns nach rechts, die Schräge nach links, das sollte eigentlich passen. Dann geben wir dem mal so... Ja, 135. Ich drücke immer zu schnell. Ich glaube, das muss erstmal hier aus dem Rosanen raus. Damit das mit den Calipers registriert. Oh. Ja. Nice. Für meine Verhältnisse. Gibt Leute, die würden sich über sowas richtig ärgern. Okay, 9,19. Geht ja sowieso ein bisschen bergab. Plopp. Miau. Ah, schön. Schön. Ja, das sind aber echt viele Flugzeugträger. Ah, du. Ja, man kann es da nach links versuchen. Wir versuchen es. Hierhin. Zwar auf diese Art und Weise. Ich hoffe, dass wir vom Flugzeugträger nach unten abprallen. Also, dass wir auf das... Ich glaube, das ist das Eis da unten hüpfen. Ja, komm. Das wird schon. Und selbst wenn wir da oben landen sollten und liegen bleiben, passt das auch. Und wenn wir runterfallen, dürfte das auch kein Problem sein. Okay, wir bleiben oben liegen auf dem Rough. Haben aber gut... Gut, Platz hier auf dem Grün. Das ist 8 Meter unterhalb. Wir haben 9 Meter Rückenwind. Dann lass uns doch einfach mal mit dem 120er anfangen. Vielleicht reicht das ja. Oh, also der Wind ist deutlich stärker als unser Curve. Aber Chance auf einen Birdie, auch wenn das echt heftig hängt. Ja, dann lass uns mal genauso auf 8,8 machen. Auch wenn es bergab geht, aber wir müssen ja ein bisschen die Kurve spielen. Wow. Ah, dass der sich nicht hat reindrehen können, ne? Ugh. Dammit. Den Gefallen hätte er mir doch tun können. Verdammte Axt. Ja, sie sieht auch ein bisschen grantig aus. Kann ich nachvollziehen. Bin übrigens bei den Outfits nicht auf Stats gegangen, sondern einfach nur, was halbwegs okay aussah. Oh, jeez. Ja,
so weit zurückrollen sollte der aber dann auch nicht müssen. Moment. Wir versuchen es auf 233. Ach du Scheiße, ich wollte abbrechen. Fuck, ich wollte abbrechen. Ich habe sowas von nach links verzogen. Ich wollte eigentlich abbrechen, weil ich vergessen habe, den Backspin anzumachen. Den Power Backspin. Ja, jetzt sind wir halt ein bisschen arg weit links, ne? Ja, 25 Yards auf den tödlichen Grüns. Wobei, das geht eigentlich noch fast, würde ich sagen. Und kann ich nicht... Okay, doch, ich kann noch ein bisschen weiter, denn ich glaube, ein 30er reicht uns hier nicht. Schauen wir mal. Und dann sehen wir auch, dass das Ding drüber hoppelt. Ich überschätze diese Steigungen oft. Mann! Zu viel Bums gegeben. Aber immerhin 666. Pang. Ja, wir hätten schon auf minus 7 sein können. Okay, was ist das rechts? Da geht's durch. Das ist einfach nur ein Hindernis. Ugh. Oh, jeez. Oh, ich bin gerade ein bisschen überfragt, was ich da machen kann, soll, darf. Einfach weit? Komme ich da mit dem Holz drüber? Ich glaube fast nicht. Okay, da könnte man dann durchspielen. Ich glaube, ich schlag einen Tomahawk. Okay, gib ihm. Wir drehen uns links raus, so wie es geplant war. Wir sind auf dem Eis. Alter, ist das eine Hip. Oh, das ist aber richtig hoch hier. Ich dachte, das, ach, jeez, wäre einfacher. Boah. Okay, wir versuchen den Power Curve. Hoffentlich geht das. Natürlich, völlig verdüttelt. Schlag nicht dagegen die Kackwand. Okay. Ach, der Wind hat uns komplett nach links gedreht. Oh nee. Oh nee. Ah, wenigstens einen halbwegs guten Blick aufs Loch. Das Ding ist 11 Meter weiter. Also weiter oben. Okay. Dann hoffen wir mal, dass der Wind und der Höhenunterschied ausreicht, um den Powerspin zu rechtfertigen. Oh. Oh, jeez. Alles andere ist geil, oder? Oh. Nein! Falsch rumgespinnt! Oh. Das ist doch ein asoziales Paar. Wow! Ja, wenn man den Kurs nicht kennt, dann weiß man halt nicht, dass man da durchschießen, dass man da nicht durchschießen kann, sagen wir es mal so. Fuck! Damn! Okay, wir haben richtig Rückenwind.
Wenn wir das ausnutzen, kommen wir... Moment, ist das da out of bounds? Das ist out of bounds, okay. Ja, dann spielen wir doch lieber... Ah, da sind dann Flugzeuge im Weg, ne? Ah. Vielleicht sollen wir doch hier runter spielen. Wie weit runter ist das denn? Ah, schon ein Stück. Okay, wir spielen so. Vielleicht noch so ein bisschen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das jetzt gut geht. Oh oh. Nein, doch, ja. Bleib. Ja. Wir sind bis ins Out of Bounds gerollt und müssen jetzt nochmal komplett abschlagen. Wow. Wow. Das ist mies. Anstatt wir von der Stelle abschlagen oder weiterspielen können, wo wir ins Out of Bounds gekommen sind, aber nö. Oder in der Drop Zone, aber... Wo sind wir denn da aufgeschlagen? Ey, bleib liegen! Leck mich doch am Arsch! Und das zählt auch als OB, nicht als Water Hazard? Ist das euer Scheißernst? Das ist deren Scheißernst. Oh, da gibt's auch Out of Bounds auf dem Flugzeugträger? Ja, moin. Das komme ich da nicht mal so richtig vorbei. Zum Kotzen. Ach, nicht mal den, ey. Boah, das ist ja hier plus 12. Ja, danke auch. Da kann ich auch hier in die Wand schlagen. Das ist das Beste, was ich machen kann. So 15 Yards oder so. Oh, jeez. Was? Hä? Ist das nicht spielbar? Unplayable. Ja, Prost Mahlzeit. Da muss ich echt hier... Och, du Scheiße. Jeez, also bei dem Loch kommt echt alles zusammen. Mich müsste nicht wundern, wenn er gleich sagen würde, mach Feierabend. Das ist schon unser achter Schlag. Oh, jeez. Nicht mal den fangen, ja. Ah! Alter, und der Wind ist so heftig. Wow! Wow! Da gibt er auf. 5 Schläge drüber. Und du wirst einfach zum nächsten Loch geschickt. Ja, von minus 5 auf plus minus 0. Nice. Will man da rein?
eigentlich nicht, also ich nicht wirklich. Wenn wir hier drauf bouncen, könnten wir vielleicht noch ein bisschen näher kommen. Nee, komm. Was soll's, haut ruf hier. Oh, komme ich da nicht drüber? Das ist doch Beschiss. Das ist absoluter Mumpitz. Also man kann sich bei dem... Wow. Man kann sich bei dem Spiel extrem ärgern. Aber wenn man da mal einen geilen Schlag hat, dann ist das Spiel richtig... Also richtig geil und man freut sich. Und sogar das ist noch für Birdie jetzt. Oh, jeez. Enttäusch mich nicht. Nochmal. Gosh! Oh, plus 5. Oh, ich pack's immer noch nicht. Ich pack's immer noch nicht. Plus 5. Kranker Scheiß. Oh, ist wieder so eins. Da versuchen wir jetzt aber richtig rüberzukommen. Ohne Schnickschnack, einfach nur weit weg. Nicht direkt auf dem Eis aufgeschlagen, schade. Na, die Pinguine sind auch süß mit dem Hut. Okay. Wind? Krass. Ich spiele auf 32. Wehe, der Wind ist jetzt nicht krass genug. Na, nicht krass genug, der Wind. Damit. Okay. 8,5. Zack. Fast links vorbei. Fast links vorbei! Vielleicht kriegen wir ja eine kleine Birdie-Streak. Zeit für einen Turkey. Okay, das ist auch einfach nur eine Sackgasse. Da, wo du dann da unten durchspielen kannst. Nee, komm, keine Spielereien jetzt. Keine Spirenskis. Versuchen wir das so. Naja. Kein Powerspin nach vorne. Schade. Ja, ich mache jetzt mal Powerspin an dem Getränk bei mir. Ja gut. 327 Yards Distance. Mhm. Kannst du mal machen. Ich würde sagen, wir geben Vollgas. Das wäre ein geiler Eagle Chip-In gewesen. Oh. Das wäre der absolute Wahnsinn gewesen. Da hätte ich mich echt gefreut. Das sah gut aus. Aber gut. Wir haben den Turkey. Die Palme ist ein bisschen im Weg, hm?
Wir versuchen da ein bisschen rechts rumzudrehen. 191. Aber es geht schon arg bergab. Gerne Palme vorbei. Danke für nichts. Komm, die kleine Palme wird doch nicht im Weg sein. Ah, wahrscheinlich schon. Mann, ey. Kackteil. Das hätten wir vorher auch haben können. Höchstwahrscheinlich. Aber gut. Hat mir die Palme echt meine Birdie Streak versaut. Sauerei. Na gut, oder einfach nur alles mit 3 abschließen. Wäre ich auch dabei. Moment, wo ist das Loch? Da hinten? Kannst du über den... Oh, du könntest auch da drüber spielen, ne? Ah, zu weit links. Oh oh. Nicht ins Wasser, bitte. Aufs Eis, okay. Kling. Oh, das wird doch zu nah an der Böschung liegen. Ach, man kann sogar hier noch die Kamera ein bisschen drehen während des Schlags zum Gucken. Okay. Interessant, wusste ich nicht. Wir hauen den Tomahawk raus. Wow! Jetzt hatte ich gerade ein bisschen Schiss, dass wir die... Ja, wir haben was getroffen. Wir haben was getroffen, ansonsten wäre der jetzt da explodiert und stehen geblieben. Ah, wir haben echt ein bisschen von der Eiskante getroffen. Fuck! Leck mich. Mann. Ja, mit den Entfernungen haut es mittlerweile fast schon ein bisschen hin. Immer noch zum Birdie. Alright. Aber die Dreier-Serie ist weg. Hätten wir den Tomahawk, so richtig gesetzt, wäre es vielleicht was gewesen, aber nö. Nö, nö. Okay, es ist verlockend, den einfach hier hinzuspielen. Problem sind die Schornsteine hier. Heißt also, wir sollten entweder noch weiter nach rechts. Hier runter zum Beispiel. Wäre eine Idee. Ist aber auch saugefährlich. Machen wir trotzdem. Was soll schon passieren, oder? Kann alles Mögliche passieren. So, fall da runter. Na, nicht runtergefallen? Na gut, schade. Eigentlich haben wir jetzt freie Bahn. Einen Meter Gegenwind. Wir knüppeln Vollgas drauf. Immer wenn ich die Calipers benutze, dann habe ich Probleme mit dem Pangea. Wie weit sind wir weg? 11, okay. Könnte machbar sein. Sieht böse aus.
Okay, wie viel wollen wir denn? Es sind 11 Yards. Es geht 0,2 nach oben. Und machen wir 12,4. Oh, deutlich zu weit nach rechts. Wow. Der ist fast nochmal nach links vorbeigeschoben. Oh, jeez. Ne, der Kurs hat seine Tücken. Der Kurs hat definitiv seine Tücken. Okay. Geht klar. Das sind 180, 2 Meter Gegenwind. Wir spielen einen Power Curve, wenn es klappt. Das heißt, wir sollten vielleicht so auf 195 gehen. Kein Power Curve getroffen. Ast rein. Heißt, wir schlagen voll gegen den Berg, oder? Nein? Wow. Ja, gut. Das zählt als rough? Echt jetzt? Ah. Okay, das geht's. Ja, gib dir mal das. Das ist ja pervers. Ja, komm. Ohne viel zu überlegen, lassen wir das einfach hier mal so laufen. Und wir gehen auf 22,4. Mal gucken, was passiert. Ja, okay. Aber das war ja fast nicht zu lesen. Aber hätte schlimmer ausgehen können. Wir haben den Power Curve nicht getroffen. Es hätte gut sein können, dass wir voll gegen den Berg schlagen. Okay, vorletztes Loch. Wir sind echt schlecht unterwegs. Sieht man auch an den Treasure Points. Okay, wir versuchen nochmal hier reinzuspielen. Dann nehmen wir noch einen Topspin mit. Treffen den natürlich nicht. Dann gucken wir mal, wie es uns das Loch verhagelt. Oh! Der ist gut! Der ist gut! Der rollt sogar aufs Grün. 50 Yards Putt. Und den können wir nicht machen. Wobei, es geht bergab. Aber du kannst auf dem, wenn du auf dem Grün bist, kannst du nur mit, kannst du nicht auf einen Putting Wedge oder sowas gehen. Du kannst einfach nur mit dem heftigsten Putter putten. Da das eh schon fast egal ist, weil wir definitiv nicht zum Loch kommen. Wow, jetzt ist das nach links. Oh, wir hätten sogar durch die... Wow, wir hätten es, glaube ich, sogar fast bis zum Loch schaffen können. Ui. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht erwartet. Ja, nochmal Birdie. Los. Fallen lassen. Nein? Na gut. Okay, jetzt haben wir wieder minus 5. Das heißt, wenn wir nochmal ein Give-Up haben, haben wir plus minus 0. Das ist doch schön. Ein paar 5 ist das. Hm. Ja, wenn wir weit... Oh, warte mal. Oh. Hier kann man reinspielen. Müssen wir es nur treffen, ha? Oh, das ist eng. Wir sollten vielleicht ein bisschen links drehen, auch wenn er mit nach links geht. Geh da rein. Jo.
Nein, er rollt rückwärts raus, oder? Oh, ich glaube, ich hab's gerade so getroffen. Doch, ich glaube, ich hab's gerade so getroffen, dass er vorwärts. Ach, der rollt nur noch von einer Seite zur anderen jetzt gerade. Arsch. Es gab nämlich ein Loch, hatte ich mich erinnert, in Panga, da hast du reinschlagen können und dann ging es rückwärts. Was auch nicht so prickelnd ist. Ja, und nu? Kann der noch mit dem... Nee, wir können nicht stärker schlagen. Wir sollten auch nicht mit 160 drauf knüppeln. Wir müssen noch im Eis landen, bitte. Danke. Hey! Wir sind fast auf dem Grün. Könnten. Mit einem Approach Shot hin. Normalerweise würde ich da jetzt putten. Na, wir versuchen es mit einem Approach. Und zwar mit 13. Kammer 3? Verzogen. Nach links verzogen. Der hätte gepasst. Oh, nochmal ein Igel versaut. Scheiß Dreck. Nein! Das habe ich gemeint, wenn die scheiß Maus... Weil die Maus noch drüber war. Oh. Behindert. Ah, das ist eben das Gefährliche bei den Calibers. Aber die Maus drüber vergessen und schon... Ist die Kacke am Dampfen, ne? Hätte eine minus 6 sein können, wäre trotzdem ein Scheißscore gewesen. Minus 5, na gut. Alles andere als prickelnd, möchte ich mal meinen. Oh, ätzend. Ätzend. Okay, gucken wir mal. Als nächster Charakter. Wird sie anwesend sein? Und zwar in... Shining Sand? Oder war das der erste Kurs, den wir gemacht haben? Bin mir gar nicht sicher. Aber ich spiele den trotzdem. Ich liebe diesen Kurs. Also gut, Leute. Wir sehen uns nächste Folge. Macht's gut, bis dann und ciao.